Spartaner, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserer neuen Serie Zanderangeln im Kanal. Darum geht es heute. Das Faulenzen könnt ihr bereits, habt ihr in anderen Folgen gesehen. Wir sind heute hier am Kanal unterwegs. Was man am Kanal so beachten sollte, kann, Tipps und Tricks. Mal gucken, ob wir einen raushauen können und ob wir was Hilfreiches für euch dabei haben. Es gibt so ein paar Sachen, die man am Kanal hier beachten sollte. Seht ihr einfach nach dem Intro. Okay, Leute, bevor ich in der Praxis zwischen den ganzen Zandern versinken werde, fange ich mit der Theorie kurz an und langweile euch damit. Ich hoffe nicht, dass ich euch langweile. Ich bin bereits am zweiten Spot, wie ihr seht. Das heißt, schöne Überleitung, Strecke machen müsst ihr am Kanal. Wir sind hier heute am Nord-Ostsee-Kanal. Ich glaube, zu erinnern, 100 Kilometer ungefähr Länge. Da stehen die Zander nicht an einem Spot. Das heißt, ihr müsst die Zander suchen. Stelle für Stelle absuchen. Wir machen es 10, 15, vielleicht auch mal 20 Minuten an einem Spot. Das reicht völlig aus. Die Stelle einmal ausfächern. Und wenn die Zander da sind und in Beißlaune sind, dann werdet ihr das schnell merken. Leichtes Gepäck ist auch wichtig. Also, wenn ihr den ganzen Tag am Kanal rumlauft, leichtes Gepäck. Wartet nicht darauf, dass die Zander zu euch kommen, sondern sucht die Zander aktiv. Gerade hier im Kanal. Kleiner Tipp bei starkem Wind. Ist ganz einfach hier am Kanal. Manchmal hat man Glück und der Wind kommt vielleicht direkt von vorne oder ihr habt starken Rückenwind oder allgemein schlechten Wind. Seitenwind ist immer so eine Sache. Da kann ich euch nur empfehlen, am Kanal wechselt euch einfach mal die Uferseite. Also dann wird aus Gegenwind Rückenwind und das ist manchmal zum Zanderangeln für die Köderführung recht angenehm. Und einfach und simpel. Zander suchen solltet ihr. Ja, hier der Nord-Ostsee-Kanal, 100 Kilometer. Deswegen müsst ihr so ein bisschen, Kanalangeln kann monoton sein. Ich persönlich mag es richtig gern. Ihr müsst euch aber so ein paar Spots merken, die immer für einen Zander gut sind, wo es sich auf jeden Fall lohnt. Also klar, die Steinpackung an sich, aber dann gibt es Bereiche wie Kurven, wo sich die Strömung ein bisschen ändert. Es gibt Bereiche wie Ein- oder Ausläufe. Da wird immer ein bisschen Wasser ein- oder ausgespült. Da ist immer Bewegung, da sammelt sich Kleinfisch. Und da stehen auch die Zander. Bereiche, wo Dalben sind, also diese Pfosten im Wasser. Im Bereich von Schleusen, wo das Wasser verwirbelt wird. Brücken, die Schatten werfen. Und auch, ganz einfach ausgedrückt, das sieht manchmal ein bisschen unscheinbar aus von außen, aber wo es einen Übergang von Steinpackung zu Spundwand gibt. Da sind unter Wasser sind da Sachen, die seht ihr gar nicht. Und die Strömung ändert sich und genau in diesen Verwirbelungen stehen die Zander vor Schleusen. Beispielsweise sind ja auch viele Anleger Dalben. Das heißt, da machen teilweise Anleger bzw. Dalben, wo die Schiffe, die durch den Kanal fahren, anlegen. Das bedeutet, da durch ihre Manövrierungsfähigkeiten machen die ihre Motoren an, die Turbinen und spülen da tiefe Löcher in die doch so monotone Kanalstruktur. Und genau in diesen Löchern lohnt es sich auch mal zu werfen. Also Dalben, Anleger. All da, wo man angeln darf, lohnt es sich auf jeden Fall. Also 100 Kilometer monotoner Kanal. Ihr findet da Ausläufe, Brücken, all sowas, wo die Chancen ein bisschen größer sind, einen Zander zu fangen. Dann gibt es noch am Kanal so zwei Besonderheiten. Zum einen der Moment, wenn ein größeres Schiff hier vorbeifährt, dann merkt ihr richtig am Rand, wie das Wasser so, wie der Sog kommt durch das große Schiff. Und das ist unter Wasser auch der Moment, wo all die Kleinstfische halt aus ihren Verstecken gezogen werden. Und ja, die taumeln dann so ein bisschen im Freiwasser rum oder über der Steinpackung, über ihren Hindernissen.
Und das wissen die Raubfische und stehen natürlich da und sind da besonders aufmerksam. Ganz oft habe ich schon gehabt, Schiff fährt vorbei, ausgeworfen, Zander hier Gummifische durchgeführt und dann kommen die Bisse tatsächlich. Kleiner Tipp, lasst in dem Moment, wo das Schiff hier lang fährt und den Sog rauszieht, also hier so ein Sog entsteht, lasst ihr den Köder am offenen Rollenbügel runterfallen. Das heißt, euer Bleikopf fällt wirklich runter und eure Sehne wird ein bisschen von dem Sog weggezogen. Aber euer Köder geht gerade runter und ihr habt die Möglichkeit, trotz des heftigen Soges noch vernünftig zu faulenzen. Sobald ein Schiff kommt, nutzt den Moment aus, am offenen Rollenbügel umklappen lassen und dann könnt ihr auch diesen Moment mit ausnutzen. Ja, als letzten Tipp gebe ich euch noch mit, immer wieder verblüffend dieses Phänomen. Ich kann es auch aus Zandersicht gar nicht so genau erklären. Ich versuche das aber mal in meine Worte, euch es mit meinen Worten zu erklären. Und zwar fächern wir die Stellen ja am Kanal Spot für Spot ab. Ein Wurf nach rechts, ein Wurf nach links, geradeaus und so weiter. Jetzt wechseln wir den Spot und ich habe am ersten Spot vielleicht nach links geworfen die ganze Zeit. Wechsel den Spot zur linken Seite und werf dann an dem neuen Spot wieder nach rechts aus. Ist ja eigentlich der Bereich, den ich schon, wenn die nah beieinander liegen, schon die ganze Zeit befischt habe. Habe ich am ersten Spot keinen Biss bekommen, am zweiten Spot ziehe ich den Gummifisch sozusagen nur in die andere Richtung und bekomme die Bisse. Woran liegt das? Ich habe dieses Phänomen im See zum Beispiel nicht festgestellt. Am Kanal habe ich es des Öfteren schon festgestellt. Und zwar in Bereichen, wo geschleust wird. Und ich kann mir das nur so erklären, dass die Zander halt nicht direkt gerade auf die Steinpackung zugucken, sondern so ein bisschen schräg versetzt auf die Steinpackung gucken. Bedeutet im Umkehrschluss, dass sie teilweise, das ist schwer zu erklären, in Worte zu fassen, ich würde gerne eine Zeichnung machen, bedeutet im Umkehrschluss, die Zander gucken in eine bestimmte Richtung, je nach Schleusung, also je nach Strömung vom Wasser, gucken in eine bestimmte Richtung an die Steinpackung. Und manchmal gucken sie dann halt nicht, wenn ich die Stelle von dem jeweiligen Spot ausfächer, auf den Köder oder können den Köder gar nicht sehen. Das ist so meine Erklärung davon. Und wie gesagt, ich wechsle den Spot, bewerft die gleiche Stelle, nur aus einer anderen Richtung und schon kommen die Bisse. Das ist manchmal verblüffend. Ja, das zum Thema Kanalangeln. Ich bin jetzt noch alleine hier, werde noch ein paar Meter machen. Jasmin muss ein bisschen noch was erledigen, wird aber hoffentlich noch nachkommen. Das heißt, wenn ihr nachher hoffentlich Fisch seht in diesem Video und Jasmin vielleicht den ersten fängt, dann seid nicht verwundert, die kommt nachher nach. Und dann gucken wir mal. Ja? Also, ich hoffe, es war ein bisschen was dabei an Tipps und Tricks für den Kanal. Also kann monoton sein für den einen oder anderen, aber man kann hier richtig coole Fische fangen und richtig schöne Stunden haben. Wenn ihr die Sachen bedenkt, dann ist es auch hier am Kanal einfach. Achso, eine Sache muss ich noch sagen. Gerade hier am Nord-Ostsee-Kanal, wirklich eine fiese Steinpackung. Ich mache es manchmal so, wenn ich merke, okay, hier kann man, also vor der Steinpackung, ist der interessante Bereich, da kommen die Bisse. Machen wir uns nichts vor. Entweder Hänger oder Fisch ist es teilweise. Ich mache es dann oft so, dass ich auswerfe und dann zähle ich die Sprünge bis zum Beginn der Steinpackung. Das heißt, ich merke mir das, mache dann einen Sprung weniger und so verhindere ich, dass meine Köderkiste sich minimiert, dass ich lästige Hänger habe, die nervig sind und ich kann trotzdem guten Gewissens bis an die Steinpackung ranfischen und weiß immer ungefähr, wo sie anfängt, kann mich einfach aufs Angeln konzentrieren und muss nicht den ganzen Tag Hänger lösen. So, jetzt ist genug geredet. Das war die Theorie zum Kanalangeln und ich versuche jetzt die Praxis euch zu erklären, indem ich mal einen Fisch fange. Bleibt dran. Schöner kleiner Teddy auf den Morpheus. Ja,
hat geklappt. Ich habe sie gefunden, deswegen, der darf schnell rein und dann geht's weiter. Nochmal vielleicht ein Wort zum Zurücksetzen. Es ist immer ganz sinnvoll, den Zandern so eine kleine Starthilfe zu geben. Vom Boot kann man die so ein bisschen reinkippen lassen, so einen Pfeil ins Wasser schnellen lassen. Hier an der Steinpackung sieht das vielleicht manchmal ein bisschen komisch aus, weil wir sie, möchte sie nicht direkt auf die Steinpackung schmeißen, sozusagen die unter Wasser beginnt. Deswegen schmeiße ich die ein kleines Stück über die Steinpackung, damit sie direkt abtauchen können. Und das ist meine Starthilfe und dann klappt das auch mehr. Also dann überstehen die das einfach besser. Nächster Tipp, Kescher nicht vergessen. Er hilft euch hier manchmal oder erspart euch hier einen Ritt über die Steinpackung. Jasmin bringt den hoffentlich nachher noch mit. Ich habe jetzt aktuell keinen mit gehabt. Habt ihr einen Zander gefangen, lohnt es auf jeden Fall nochmal weiter zu angeln. Ich habe vor dem kleinen Zander, hatte ich schon ein paar Bisse, Anfasser. Die hingen alle nicht richtig oder zaghaft. Haben sie gebissen. Ich werde nochmal ein paar Momente oder ein paar Würfe machen. Jetzt kommt ein großes Schiff und ja, ich werde euch jetzt zeigen, wie ich diesen Moment ausnutze, wo unter Wasser einfach Chaos ist und die Zander hoffentlich bissig sind. Jetzt an der Stelle, wo ich sie gefunden habe, könnte das gut klappen. Auswerfen, Bügel offen lassen. Jetzt wird meine Schnur tatsächlich vom Sog mitgenommen, aber der Gummi fällt nahezu gerade runter. Müsste jetzt auch schon unten sein. Na, Absinkphase ist ein bisschen länger. Okay, das war jetzt ein großes Schiff, das heißt, der Sog war doch ein bisschen heftiger als gedacht, aber es geht trotzdem. Na? Ich hab schon einen gefangen, ne? Ich hab schon einen gefangen. Ja. Also, Jasmin hat auch nachgelegt. Kleiner Zander durfte schnell wieder rein. Jetzt gibt es den Abriss. Auch das gehört mal dazu. Passiert. Also, eigentlich wollte ich gerade erzählen, dass Jasmin auch mit einem kleinen nachgelegt hat. Habt ihr ja gesehen. Den haben wir schnell versorgt und wieder reingelassen. In der nächsten Anmoderation hat sie dann einen Abriss bekommen. Jasmin montiert kurz neu. Vielleicht blenden wir das nochmal kurz ein irgendwie. Ja, scheint auf jeden Fall zu klappen. Wir sind immer noch am Kanal. Also, ist nicht ganz so viel Blödsinn, was ich euch erzählt habe zum Zanderangeln im Kanal. Also ein bisschen was ist dran, wir haben sie jetzt gefunden. Wir beherzigen die Sachen, die ich zuvor erwähnt habe. Und ja, so schwer ist das gar nicht im Kanal. Und probiert es einfach mal aus. So, Jasmin ist noch am Montieren. Ich mache noch ein paar Würfe und dann werden wir zum nächsten Spot wechseln, denke ich. So Leute, Zanderangeln am Kanal neigt sich dem Ende. Knappe kurze Runde hier. Zwei Fische sind es geworden, dank Jasmin. Die ist ja noch nachgerückt. Ja, wir waren ja schon mal ein paar Mal am Kanal unterwegs oder sind hier des Öfteren unterwegs. Heute ging es nochmal speziell um unser Vorgehen, um ein paar Tipps und Tricks am Kanal, speziell beim Kanal Angeln auf Zander. Oh. Hab ihn! Also, kein Biss, zwar ein Hund. Genau, Zanderangeln am Kanal. Ein paar Tipps und Tricks, wie wir hier vorgehen,
was ihr beachtet und wie ihr schneller vielleicht zu eurem Zander kommt am Kanal. Probiert es gerne aus, lasst es uns in den Kommentaren wissen, ob es funktioniert hat oder wo bei euch vielleicht der Hase im Pfeffer liegt, sage ich mal. Ja, und dann hoffe ich einfach, dass euch das Video, oder hoffen wir, dass euch das Video gefallen hat. Ja, wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns weiterhin auf unseren Touren begleitet, beziehungsweise noch mehr von euch begleiten. Lasst gerne ein Abo da, ein Like, teilt das Video. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Bis dann. Nein. Das kann doch nicht sein. Der ist besser, ja. Oh, er ist ab. Nein. Er ist ab. Oh, das war wirklich ein guter.